Hallo meine Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge von Avorion Trade. Ihr wünscht ja, dass ihr so gut wie alles mitkriegt, was hier passiert. Also geht's genau da weiter, wo es beim letzten Mal aufgehört hat. Und ich suche nämlich weiterhin Piloten. Und die habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Also würde ich mal sagen, weiter geht's, ne? Piloten. Aber erst mal hier abchecken. Da sind keine Piloten. Da sind Piloten doch bestimmt irgendwo fest. Ich glaube bestimmt. Stimmt eben abholen kann. Ressourcen, die ich kaufen könnte. Crew anheuern. Das interessiert mich ja nicht. Handelsposten. Da gibt es doch bestimmt ein paar Piloten, oder? Nö. Dann würde ich sagen, fliege ich mal weiter, ne? Planetarischen Handelsposten dahin. So, da ist ja der. Crew anheuern, du hast keine Piloten. So weit weg. Du hast Piloten und zwar genügend. Ab hinter. So, Crew anheuern. So, ist ja wunderbar. Bisschen Crew eingekauft. Läuft doch. Ingenieure wären nicht schlecht. Du hast keine, ne? Hast du dahin welche? Nee. Eine Forschungsstation. Warum nicht? Steuern wir mal alles mal an. So, Crew anheuern. Ein paar Ingenieure hast du. Wunderbar. Und hier ist auch irgendwas zu finden. Crew anheuern. Back. Ein paar Bergbauleute. So, dann sieht es doch gleich schon wieder ein bisschen anders aus, ne?
Mechaniker, hast du auch welche? Und dann gucken wir mal, was das Geheimnis in deinem System ist. Ui, treiben wir sinnlos durchs Weltall. Da, oder? Ne. Ah, nix. Satz mit X, das war wohl nix. Hab bisher noch nichts gesehen hier. Wo es sein könnte. Da hinten. Ja, ein Versteck. Doppelgeschoss geschützt, okay. Ein bisschen Geld. Gut, dann fliegen wir hier auf jeden Fall wieder zurück. Ich habe eine gefährdete Zone erreicht, okay. Eine gefährdete Zone. Ich springe ja jetzt selber zurück, damit wir ja selber noch ein paar Schrottplätze oder sowas in der Richtung finden können. Der leere Raum hier, ne? Bin doch nur ein einfacher Händler auf Durchreise. Habt ihr etwas Geld für mich? Ich weiß, mit Arzneiwaren könnte ich so schnell jetzt Geld machen. Wenn es darum geht. Habe mich jetzt mit denen angefreundet. Okay. Aber die haben auch Territorium auf der Seite. Fliegen wir mal da rein. Gucken, was dann die Sensoren sagen.
Sind auf jeden Fall wieder da, wo wir hin wollten. Auf jeden Fall jetzt mit mehr Jägern wie vorher, fast doppelt so viele. Das heißt, Ressourcenabbau geht dadurch schneller und wird auch billiger dann. Bis hierhin hat es natürlich lange gedauert, um an so einen Punkt zu kommen. Wir kaufen hier nochmal ein. Hier ist ein bisschen Zeit vergangen. Ressourcenhandel. Aber nee. Okay, das hat nichts gebracht. Kaufe ich nur das, was ich brauche. Trinium. Titan ist auch nicht schlecht. Leichtes Material. Wo mal, dass das nur ein Schrottplatz ist, ne? Wir haben wieder Geld gekriegt, ne? Wir haben wieder Prozessoren verkauft. Sechs Millionen. Schon mal nicht schlecht. Sprung berechnet. Die haben wenigstens die Ressourcen, die ich brauche, wenn die Schiffe zerstört werden. Und gefunden, was ich gesucht habe. Ein Schrottplatz. Würde ich mal sagen, fangen wir mal an, ne? Würde ich mal sagen, fahren wir mal eine Runde. Wir brauchen nämlich richtig viel Material. Habe ich überhaupt was anderes außer die? Nö. Ich hier mal rum, guck mal, was ich finde. Vielleicht finde ich ja irgendwo ein Schiff, wo viel Material drin ist, was sich zu einem Abbau lohnt. Besten so mit Triebwerken dran oder so. Produktionsmodule, aber das sind scheinbar nur Frachtschiffe, wo das Beste schon weg ist. Hier ist nicht wirklich viel.
Oh, da könnte was dran sein. Da ist ein Triebwerk dran. Linienabfahrtgeschützturm. Okay, ein R. Das ist gerade ein bisschen laut, finde ich, aber Schiff wird zerlegt. Da sind Trinium-Teile drin. So. Gucken wir mal. Radar-Upgrade. Da sehe ich ein paar Teile.
Noch was Effektives hier jetzt abbauen, bitte. Ein Triebwerk oder so. So, gucken wir mal, was hier los ist. Ich weiß zwar nicht, ob sich das lohnt. Kein Schiff ist hier gerade, was ein bisschen interessant ist. Okay, einfach mal rum. Kurzes Seifen von Signal. Da hinten ist ein Schiff. Groß und ertragreich. Es ist zwar Naonit, aber ist ja egal. Es ist groß. Darauf kommt's an.
Hauptsache Ressourcen. Wie es natürlich weitergeht, meine lieben Freunde, seht ihr dann natürlich in der nächsten Folge von Avorion Trade. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Schrank.